Ja, Wolfgang, ganz schön was los, gell? Ja, super. Ich meine, für die Uhrzeit, jetzt ist es 6:45, da ist schon ein bisschen was los. Aber ich bin mir sicher, in einer Stunde ist der Proppen voll. Da ist die Hölle los und damit grüß euch bei Eichach TV. Der Wolfgang und ich, wir gehen heute nämlich durch das Eichacher Stadtfest. Ja, das machen wir zu zweit. Der Andi wird sich ein Team schnappen, ich werde mir ein Team schnappen und dann schauen wir mal, was geboten ist, oder? Dann würde ich sagen, warten wir noch nicht lang und gehen wir drauf los. Also, viert euch. Bis gleich. Ja. Und jetzt sind wir die Bauerntanzgassen raufgegangen und sind wir schon beim Kanada angekommen. Ja, und da spielt jetzt schon ein Duo und das machen wir uns jetzt ein bisschen an, wenn es weiter spielt, gell? Was noch die Zeit, wie mal Kinder waren. Oh, es war so schön. Im Sommer mit dem Radl durch die Wiesen fahren. Im Winter schlief vor dem Schnee. Ist ey wie schon. Und 4 Jahre drauf war da dein Studium. Auf einmal stehst du und dann fragst du dir: Hat Gott zu fix, wo ist die Zeit bloß so schnell hin? Wir werden neu, wir werden neu, wir werden neu. Aber uns ist gar nicht freut. Ja, nachdem jetzt die hier, wir werden alt, das letzte Lied gespielt haben, gebe ich jetzt gleich mal zum Andi rüber. Andi, wo bist du? Machen wir du weiter, weil hier ist jetzt Ende fürs Erste. Ja? Ja, Wolfgang, hier sind wir, genau am unteren Tor sind wir jetzt. Da hier, wo die Hand leuchtet. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt hier bei der Fressmeile. Also hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Beim Hüttenzauber Wahnsinnsessen. Gell? Also unglaublich, die Leute, die freuen sich auch schon total aufs Bier. Und ich darf aber sagen, ich schaue mir aber ein bisschen um und mache ein paar Interviews, oder? Also, weiter. Was gibt's heute zum Essen für Tee? Ja, Flammkuchen, wie immer. Ja. Sag mal, wie lange braucht ihr die und was ist das Geheimnis für das Flammkuchens? Ja, erst einmal brauchen es 4 Minuten, 275 Grad. Das Geheimnis ist auf dem Stein und die Zutaten sind geheim. Die Zutaten sind geheim. Wir sehen euch bestimmt auch wieder auf dem Christkindlmarkt, oder? Also dann darf ich sagen, viel Spaß heute noch und jetzt haut's gescheit rein. Wir essen jetzt nämlich, hier bin ich, wir essen jetzt nämlich Flammkuchen. So schaut's aus. Ich und Jessica, einfach Jessica. Sie hieß Jessica, meine Jessica. Grüß dich, hallo. Was macht für dich denn das Stadtfest zu so einem Erlebnis? Warum ist das so ein Erlebnis? Also Musik, also viele Leute, gutes Essen. Ja. Also vorne für die Kinder was. Also ist alles schön hier. Super Leute, super Typen. Ein Mords Gaudi ist da, man kennt viele Leute. Ja, es ist Party und pur. Ja. Nein, ist wirklich schön da. Und ich komme jetzt so gern her. Sveda, toi, 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 mach den gut mit. Gib mir Gas, gib mir was Ring und gib mir viel Gaudio am Heim. So geil, ganze Stadt ist unterwegs. Weil meine Kinder hier unbedingt her wollten. Ja. Warum wollten die unbedingt her? Weil sie offensichtlich viele andere treffen, die sie kennen. Warum für mich ein Erlebnis? Ich mache jetzt 30 Jahre Stadtelektriker, das Elektrische da. Dann ist doch klar, oder? Da bist du automatisch da. Von, ich muss das Licht ausmachen. Also, er macht halt abends Licht aus, dann schauen wir mal, ob das, wie früh das ist, gell? Ja, da, das wirst du nicht mehr erleben. Ja, Wolfgang, schau mal, wie wir getroffen haben, den Bürgermeister Habermann. Ja, grüß Gott, Herr Bürgermeister, hallo. Oh, servus, einen schönen Abend. Das Eichacher Stadtfest, alle Jahre wieder und alle Jahre müssen schon wieder was sagen über das Eichacher Stadtfest. Aber was macht die Faszination jedes Jahr wieder aus? Es ist wirklich ein Selbstläufer und wenn man das sieht, es ist einfach für jeden etwas geboten, für die Kleinen, für die mittleren Jahrgänge, für die älteren Semester und ab 11 Uhr ist dann Partytime und dann geht ohne in der Punk ab. Also richtig klasse und wenn das Wetter so ist, wie es heute ist, passt alles, perfekt. Organisation ist ja da unglaublich. Also das ist ja die ganze Stadt mittlerweile. Wie lange planst denn ihr das Stadtfest? Ich habe ein wunderbares Infobüro, die haben inzwischen das so perfekt im Griff. Meine Frau Breitzermeter und die ihren, die haben das so toll im Griff und es gibt da überhaupt keine Probleme. Muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und alle machen mit, weil alle zufrieden sind und am Ende vielleicht alle ein paar Euro verdienen.
Und was wünschen Sie den ganzen Eichachern oder wen grüßen Sie denn in der Welt? Ja, natürlich die ganze Stadt Eichach, ganz Bayern und wer sonst zu uns kommt. Und wer Eichachs Stadtfest noch nicht erlebt hat, der sollte das gefälligst bald nachholen. Ja, aber man, dann sage ich Dankeschön, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Und Wolfgang, ich gebe zurück zu dir, schauen wir mal, was du gerade dabei hast. Weil jetzt musst du schon mal toppen, ja, aber Bürgermeister. Ja, Andi, mit dem Bürgermeister kann ich natürlich noch nicht aufwarten, aber ich pass noch auf, ich triff schon jemanden. Aber jetzt schauen wir mal dahinter, weil dahinter, da seht ihr nämlich, da hupfen Kinder so mit ihre, ich weiß gar nicht, was das ist, die da rauf und runter hupfen. Da schauen wir jetzt mal hin und was da los ist, gell? Ist da von dir auch ein Kind dabei? Heilig. Ja, wir haben uns gerade gedacht, sowas daheim im Garten, gell? Da hätten wir den ganzen Tag auch Ruhe vor den Kindern, gell? Da hätten wir aber auch immer viele Kinder daheim, weil dann wenigstens dann alle kommen, schätze ich mal schwer, oder? Ja, da hat es auch recht, gell? Schaut's einmal, Leute, jetzt sehen wir Eisenbahn fahren, weil jetzt bin ich schon fußmiert. Ja? Jetzt schauen wir mal, was da abwärts geht, gell? Oder aufwärts oder im Kreis rum. Ja, gerade schön ist. Ja, das ging ja schneller als ich dachte, gell, dass ich schon wieder da bin. Gell? Aber der mag ja nicht halten. Gell? Ja, jetzt wär's mir dann gleich schwindelig. Gell? Hoffentlich fahrt ihr auch noch rückwärts. Das kleine Mädel von mir, das schaut schon ein bisschen ganz komisch. Gell? Ja, irgendwie muss, glaube ich, jetzt der dann halten. So, und jetzt glaube ich heute. Ja, Gott sei Dank ist mir schon schlecht. Nachdem ja der Andi drüben den Herrn ersten Bürgermeister interviewt hat, mache jetzt ich gleich weiter beim Herrn Beck, ich glaube zweiter Bürgermeister. Jetzt einmal eine Frage, Eichacher Stadtfest, warum ein Muss? Ja, weil das einfach ein Treffpunkt ist für alle. Einmal im Jahr ist das ein Muss, das ist absolutes Muss. Und das spielen alle mit, schon ganz Wetter. Ja, da haben wir ja schon Glück gehabt heute mit dem Wetter, gell? Optimal, optimale Witterung. Begeisterung ist da, die Stände sind gut, alles ist klasse. So wie sich das gehört für Eichach, wenn es heißt, Eichach ruft zum Stadtfest. Ja, der Wahnsinn! Hier bin ich, Wolfgang. Jetzt bin ich bei Tam Kober. Das sind die da. Das sind der Hammer. Die legen ab wie... Das ist unglaublich. Du, ich glaube, ich gehe mal gleich davor und mach mit. Grüß dich! Alles gut? Ja, alles gut. Und vor allen Dingen heute passt das Wetter. Was sollen die Leute jetzt machen? Die Leute, die sollen Spaß haben mit uns und sollen vielleicht ein bisschen mitwippen. Das war Tam Kober. Bin ich mal gespannt, was du zusammenkriegst. Du Manni. Stadtfest Eichach, wieder super klasse, bei dir ist schon ziemlich voll. Was ist heuer bei dir geboten? Du, wir warten noch, bis der große Regen kommt. Ja, du, wir haben extra ein Dach aufgebaut. Das hätte man jetzt völlig umsonst aufgebaut, wenn sie dringend hat. Das darf man ja stinken. Ja, mir vielleicht auch. Ja, ja du, na, jetzt sag einmal unsere Leiter, was erwarten wir heute abends bei dir? Wir haben jetzt gerade die Hennersprenger, die machen ein bisschen bayerische Musik und später kommt noch die JJ Blues Band, die macht dann ein bisschen kräftigere Musik, ist ja hier in Eichach auch bekannt. Morgen haben wir in der Früh zum Frühschoppen die Partal-Musikanten und danach spiele ich mit meiner Band noch ein bisschen so Rock'n'Roll und quer durch den Gemüsegarten. Und dann klingt es schon wieder aus. Aber bevor wir es ausklingen lassen, fangen wir jetzt erst einmal richtig an, oder? Jetzt gehen wir mal richtig Gas. So schaut's aus. Und wir gehen jetzt auch wieder weiter. Andi, ich weiß nicht, ja, Prost, gell? Andi, ich weiß jetzt nicht, wo du gerade bist, gell? Aber ich gebe mal wieder zu dir rüber, weil hier, ich glaube, ich bleib da und trinke jetzt eine halbe. Regie, bin ich schon drauf? Hallo? Ja. Ja, wir sind drauf. Grüß euch. Hi, Wolfgang, du. Ich hätte jetzt auch gerne ein bisschen was von dem Bier gehabt, aber du. Egal, ich hol mir da drüben was. Da gibt's nämlich auch ein Burndl. Wolfgang, du hast ein Bier getrunken und ich habe jetzt ein Rauschbräu noch. Vier Bier sind das. Also mal. Und das, was ich halt vorher gekriegt habe. Genau.
Okay, also 5 Bier. Egal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich muss nämlich da jetzt mit den Füßen Tippelschrittchen machen und da soll ja Linie sein, oder? Genau, einfach die mittlere Linie entlang laufen. Okay, dann gehen wir die mittlere Linie. Na, ich bin aber saugut, pass auf. Ach du Schande. Wow! Halleluja! Oh, oh! Oh mein Gott! Es war aber nicht nur ein Bier, oder? Nein, es war eins, aber innerhalb von 30 Sekunden. Ah ja, jetzt geht's gut. Wenn man schneller macht, geht's besser. Oh ey, da muss ich rückwärts. Liebe Freunde von Eichach TV, ich habe wirklich bloß ein Bier getrunken. Ich gehe jetzt rückwärts und ihr schaut euch dann noch ein bisschen um auf dem Eichacher Stadtfest. Es war mir ein Fest und ich gehe jetzt hier den Moonwalk nach draußen. Also, führt euch bei eichach.tv. Ho, ho, ho. Oh mein Gott. Es geht ein bisschen lauter, bitte. Und nochmal. Und jetzt können die Männer singen. Die bestimmen die Navigation. Achtung. Die bestimmt die Navigation. Nur für mich. Das sind die Damen. Die bestimmt die Navigation. Nochmal.